Das scheint hier so ein Platz zu sein, der nicht so oft besucht wird. Das ist echt ein wunderschöner Sandstrand. Wir sind hier ganz alleine. So, irgendwie habe ich jetzt die ganzen Tage vergessen, nach den Wasserfällen nochmal irgendwie was zu sagen oder so. Oder generell die Schlafplätze zu filmen. Wir kamen auch immer nachts an und morgens hat es dann entweder geregnet oder waren Leute. Deswegen habe ich dann nichts gefilmt. Heute Morgen wollte ich unbedingt filmen und dann wurde die Musik irgendwie mal lauter und Rumgeschreie und so. Und dann kamen da zwei Jugendliche auf dem Boot mit Boombox zu dem Platz, wo wir waren. Da konnte ich dann auch wieder nichts sagen, deswegen. Oder ich wollte einfach nichts aufnehmen, das war einfach zu doof. Deswegen mache ich das mal jetzt. Also wir haben auf jeden Fall ganz viele Wasserfälle mitgenommen und bei einigen waren wir auch baden und das war richtig cool. Ja, und jetzt haben wir uns dazu entschieden, nochmal weiter Richtung Osten zu fahren, Richtung Osten des Landes. Da gibt es ganz viele Sandstrände. Das wollen wir uns auf jeden Fall anschauen. Da haben wir einen Platz in der Nähe gefunden. Mein Navi schickt mich jetzt hier quer durch den Wald. Wir fahren da jetzt noch so 40 Minuten hin. Hier ist kein Internet, kein GPS scheinbar. Also mein Navi hat gerade nicht mehr mit mir geredet, weil der Standort nicht mehr ermittelt werden konnte. Sehr cool, hier lang zu fahren und jetzt fahren wir zu einem neuen Platz. Schauen wir uns den mal an. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Ich habe mir jetzt vorgenommen, auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr zu filmen. Und zwar sind wir jetzt hier an einem schönen Platz. Hier gibt es auch eine Shelterhütte, die ist ein bisschen runtergekommen. Aber es geht wohl noch. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause, jetzt gibt es was zu essen. Frühstück Teil 2. Und danach geht's weiter. Aber es ist echt cool hier. Auch super ruhig. Wir fahren hier seit einer Stunde durch den Wald. Ist nichts. Ja, echt gut. Jetzt gibt's Essen. Hunger. Reis mit Gemüse ist auf jeden Fall schon mal fertig. Jetzt mache ich mir meine Nudeln. Und ich habe vorhin noch eine Rotkappe gefunden. Die muss ja auf jeden Fall so 10 bis 15 Minuten angebraten oder gekocht werden. Dann mache ich das auf jeden Fall mit den Nudeln. Die lasse ich mir schmecken mit dem Pesto hier. Schön hier am Fluss. Das wird gut. Wir sind jetzt weitergefahren und an unserem Schlafplatz angekommen und haben diesen Baum entdeckt. Und der wächst einfach direkt raus. Das ist auch noch ein lebendiger Baum. Und der wächst einfach über das Wasser. Mein Gedanke dazu ist wahrscheinlich, dass das mit der Zeit irgendwie immer weiter unterspült wurde, dass der Baum am Anfang vielleicht sogar gerade stand und dann mit der Zeit das immer mehr abgesackt ist und dann ist der halt so rausgewachsen. Ist schon echt krass, das habe ich noch nie so gesehen. Das ist einfach ein Baum, der seitwärts wächst. Wunderschön, jetzt kommt sogar die Sonne raus. Ist echt richtig tolles Wetter jetzt. Das spiegelt sich hier alles im Wasser, man sieht die Wolken. Den blauen Himmel im Wasser ist echt so richtig, richtig schön hier. Das ist so ein richtig urwaldartiger Wald hier. Alles zugewachsen. Und die Wege sind sehr schmal. Und es ist so schön. Und hier ist nichts los. Also das scheint hier so ein Platz zu sein, der nicht so oft besucht wird. Ich sehe da vorne schon die Bänke überall am richtig, richtig schönen Sandstrand. Herrlich. Der Allgemeinheit zur Verfügung. Spiritus, Stifte, Brillen, Schuhe, Frisbees, Spielzeuge, aufblasbare Sachen, Benzinkanister, Feuerholz. Eine Schaufel oder ein Spaten. Das machen wir natürlich wieder zu hier. Boah, ist das ein toller Platz. Da werden wir bestimmt so 3-4 Tage bleiben. In der Umgebung. Ist echt wunderschön. Es soll auch jetzt richtig warm werden. Hier ein Grill, der aussieht wie eine riesige, kennt ihr diese Lampen? Diese Grubenlampen oder wie die heißen? Für den Grillmeister hier eine würdige Sitzgelegenheit. Und auch viel Grillgeschirr. Was gibt's hier noch? Wäschelein. Was ist das denn für ein geiler Platz? Viele Sitzgelegenheiten. Wow, richtig schön. Das ist echt ein wunderschöner Sandstrand. Wir sind hier ganz alleine. Herrlich.
Also da wir jetzt absolut nichts mehr zu essen haben, fahren wir jetzt einkaufen und wir müssen knapp 50 Minuten in die völlig falsche Richtung fahren, zum nächsten Supermarkt, weil das so ab vom Schuss ist, wo wir sind, dass da nur so ein Landhandel ist, aber wenn wir da einkaufen, bezahlen wir uns dumm und dämlich. Das ist dann locker doppelt so teuer, als wenn wir zum Supermarkt fahren und da gibt es auch überhaupt nicht alles. Also fahren wir dann direkt zu einem Coop oder IKEA und da sind wir gerade auf dem Weg. Und heute habe ich mir überlegt, nehmen wir euch mal mit und zeigen euch mal, was wir so einkaufen und was es da so gibt. Das wollte ich auf jeden Fall machen. In einem schwedischen Supermarkt. Das sieht auch noch mal ein bisschen anders aus als in Deutschland. Und wir sind aber gleich da und haben auch schon gut Hunger. Wir sollten vielleicht vorher noch was essen, sonst werden wir den ganzen Laden leer kaufen. Aber wir wollen auf jeden Fall 3 Tage an diesem Platz bleiben, weil das Wetter jetzt so toll wird. Heute sind es erst 15 Grad, aber es fühlt sich so warm an wie 20. Und die nächsten Tage wird es über 20 Grad warm. Das lassen wir uns richtig schmecken da. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. Okay, wir sind jetzt hier im Coop und haben erstmal 1,2 Kilo Äpfel genommen. Das sind, glaube ich, so zweite oder dritte Wahl-Äpfel. Sehen nicht so gut aus, aber Äpfel sage ich schon, Kartoffeln. Aber die müssen ja auch weg. Dann Karotten, Maiskolben, 2 Äpfel und mal gucken, was wir noch so finden. Ist auf jeden Fall eine riesengroße Auswahl hier. Da schlagen wir auf jeden Fall überall zu. Jetzt ist noch mal ein bisschen was dazugekommen. Natürlich Nudeln, die gibt es hier auch in 2-Kilo-Paketen. Das hier ist so ein 1-Kilo-Paket, ein Klatt-Kaka-Gebäck und so ein Kokosgebäck. Das werden wir uns richtig schmecken lassen. Geschälte Tomaten, 3-mal. Honig, den werden wir uns auf jeden Fall aufs Brot schmieren und in Tee mit reinmachen und so. Ist einfach so, so gut. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Oh, hier oben gibt es Pesto. Da schauen wir nochmal. Okay, die Eier hatte ich völlig vergessen aufzuschreiben. Auf jeden Fall 15 Eier, kann man sich immer gut aufs Brot machen. Chips sind dazugekommen. So eine Bolognese-Soße, das wird richtig gut. Und jetzt müssen wir uns tatsächlich einen zweiten Korb holen, weil es reicht nicht. Gut, wir haben jetzt nicht alles bekommen beim Coop. Deswegen gehen wir noch mal kurz zum IKEA. Und da hoffen wir, alles zu finden. Aber ich denke schon. Also wir haben jetzt den Rest vom IKEA geholt und noch eventuell ein bisschen mehr. Da ist uns noch so ein kleines Kacker ins Auge gefallen. Ein frisches. Das haben wir auch noch mit eingepackt und es war eventuell auch ein großes. Ja, ist dann halt jetzt so passiert. Wir sind jetzt auch gleich wieder am Platz. Haben alles bekommen, außer die Haselnussmilch. Und was haben wir noch nicht bekommen? Haltbare Sachen. Keine haltbare Butter, keine haltbare Sahne, kein haltbarer Schinken. Das haben wir jetzt alles frisch gekauft, in der Hoffnung, dass es morgen noch essbar ist. Und auch Käse haben wir heute gekauft für morgen. Es sind jetzt gerade 13 Grad. Heute Nacht wird es noch mal unter 10. Wenn wir es dann gegen Mittag essen, wird das schon klappen. Jetzt fahren wir zum Platz und grillen. Richtig lecker. Haben ganz viele Grillsachen gekauft. Und ich zeige euch auch gleich noch mal, was wir alles gekauft haben insgesamt. Und wir haben für alles knapp 80 Euro ausgegeben. Aber hoffen einfach, dass wir damit super lange durchkommen. Wir haben jetzt auch schon wieder 19 Uhr. Wie auch immer, wir fahren jetzt zum Platz, grillen und das wird super lecker. Bis gleich. So, hier nochmal kurz das, was wir alles gekauft haben. Also, Kartoffeln, dann ganz wichtig, Klattkaka, Karotten, Nudeln. 2 verschiedene Sorten Brot und ich finde super, dass die hier halt Brot haben mit Körnern. Sonst haben die immer dieses super weiche Brot, was quasi gar kein Brot ist. Jetzt haben wir hier einmal Sonnenblume und Meerkorn. Oder Sesam ist das. Ist das nur Sesam? Ich glaube, das ist nur Sesam. Auf jeden Fall auch super gut, super lecker, schön hart und günstiger als dieses weiche. Dann haben wir noch mal andere Nudeln. Da werden wir richtig schöne, leckere Schinkennudeln draus machen. Maiskolben zum Grillen gleich. Dann haben wir hier noch 2 Äpfel, 2 Avocados, Cookies mit Schokosplittern und wie heißen die? Smarties. Das wird richtig gut. Honig, geschälte Tomaten. Dann haben wir verschiedene Sorten Müsli. Schokomüsli, Honigmüsli mit so Haferknusperzeug. Hier haben wir normales Früchtemüsli. 2 verschiedene Sorten Chips.
Das ist Bolognese. Hier haben wir Eier, da freue ich mich auch richtig drauf, mal wieder Spiegeleier zu essen. Haferdrink und was wir noch gekauft haben, verschiedene Sorten Suppe. Brokkoli, dann so, boah, da wissen wir gar nicht, was das ist. Keine Ahnung, da müssen wir erstmal gucken. Aber es wird so gut und so lecker und ich nehme richtig Bock da drauf. Okay, was verbirgt sich in der anderen Kiste? Ich muss ein bisschen aufpassen wegen dem Wind. Ist sogar noch kalt. Sahne, Butter mit extra Salz. Ich mag das sehr. Dann gibt es hier Grillkäse. Pack ich auch mal zu den Grillsachen. Für morgen Schinken für die Nudeln. Ich denke, das hält auch bis morgen locker durch. Und was wir gleich noch draufhauen auf den Grill. Schöne, das müsste Schweinefleisch sein. Schweinisch. Fleischsteaks. Ja, das ist unser Abendbrot, unser Grillabend. Und jetzt geht's endlich los. Ich habe so Bock. Den ganzen Tag noch nichts gegessen, nur eine Suppe gefrühstückt. Ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, die Feuerschale mal richtig zum Einsatz kommen zu lassen, weil die hat ein schönes Grillrost. Und hier, die Grillröster sind alle total kaputt und rostig, voller Zeug und so. Deswegen baue ich das jetzt kurz ab und das benutzen wir dann auf jeden Fall heute Abend. So, mal ein bisschen was zusammengesammelt hier. Und dann haben wir den Stuhl runtergeholt. Jetzt starte ich mal das Feuer. Mal sehen, wie gut das heute klappt. Gestern hat es ja den ganzen Tag geregnet. Aber wird schon. So, das Feuer ist jetzt endlich runtergebrannt. Wir können gleich anfangen. Und wie gut das hier einfach aussieht. Diese ganzen geilen Sachen, die wir uns gleich einverleiben werden. Kladkaka, Mais, Kartoffeln, Grillkäse, Schweinesteaks. Absolut herrlicher Sonnenuntergang. Ah, der Wind lässt jetzt auch ein bisschen nach. Echt wunderschön. Nachtisch gibt es natürlich auch, ihr habt das wahrscheinlich schon gesehen, das Kladkaka. Aber das essen wir nicht normal, wir machen es warm und legen dann auch noch Blaubeeren drauf, die wir selbst gesammelt haben. Und ja, nutzen jetzt noch die restliche Wärme vom Grill. Der Nachtisch war ja so lecker. Das haben wir uns richtig schmecken lassen, wir haben ihn aufgegessen. Nachdem wir die ganzen Grillsachen gegessen haben, wir haben auch den ganzen Tag nichts gegessen und jetzt geht's direkt ins Bett schlafen. Und das war dann der Tag für heute. Jetzt bleiben wir noch 3 Tage hier, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Genau, heute ist Dienstag. Die nächsten Tage wird das Wetter auch richtig toll. Jetzt erstmal schlafen, es wird schon wieder richtig kalt. Dann bestimmt nur noch, keine Ahnung, so 11 Grad. Gefühlt ist es auf jeden Fall unter 10. Ab ins Bett würde ich sagen, bis morgen. Neuer Tag hat begonnen und das Wetter ist richtig schön. Ich werde jetzt mal kurz vorne zum Strand gehen und wie ihr seht, ich war eben schon baden, bin jetzt wieder total frisch. Das war so nötig. Das gute Wetter kommt, es zieht jetzt hier rüber. Das heißt, wir haben gleich durchgehend Sonne. Ich lade auch schon ein paar Sachen mit meiner Solar-Powerbank und es geht richtig gut. Jetzt gibt es auch gleich Frühstück. Wir sind auch schon ein bisschen wach, 2 Stunden oder so. Und haben uns dazu entschieden, direkt die Nudeln zu essen, weil es heute etwas wärmer werden soll und das dann eventuell schlecht werden könnte. Und um das zu umgehen, essen wir jetzt einfach die Nudeln in Sahnesoße mit Schinken und Käse zum Frühstück. Follow, follow the sun, which way the wind blows. This day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intentions. Dream with care. Tomorrow.
Tomorrow's a new day for everyone. So, das Essen ist fertig und es sieht so gut aus. Und das ziehen wir uns jetzt rein, das ist so lecker. Einfach nur Sahne, Schinken, Käse, Nudeln, das war's. Das ist jetzt genau das Richtige zum Frühstück. Voll lecker. Das war echt ein richtig schöner Sonnenuntergang gestern. Heute Morgen habe ich schon ein paar Heidelbeeren gepflückt. Und was hier einfach abgeht, das ist so unglaublich. Hier sind so viele Heidelbeeren, auch so große. Und da werde ich meine kleine Schale sofort voll haben. Also das wird so schnell gehen. Ich wollte euch da jetzt ein bisschen mitnehmen, so ein paar schöne Aufnahmen machen und euch mal zeigen, wie Südschweden jetzt explodiert, was die Natur angeht. Also jetzt geht es nochmal richtig los. Die Heidelbeeren sind reif, alle anderen Beeren sind auch reif zur gleichen Zeit. Überall stehen Pilze, es ist super warm, es ist echt wunderschön noch. Und gerade heute ist das Wetter nochmal richtig toll. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, was hier heidelbeertechnisch abgeht. Ich mache so ein paar kleine Aufnahmen, filme mich beim Sammeln. Ihr könnt einfach die Eindrücke genießen. Es ist echt so toll. Das Wetter spielt so mit. When you feel life coming down on you like a heavy weight. When you feel this crazy society adding to the strain. Take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Man muss da jetzt sofort abbeißen.